kurzes Statement zum Start. Der Wind ist ein großes Problem. Das ist jetzt von daher gut, weil ich diese Tour ja gemacht habe, um zu testen, inwiefern mein gesamtes Equipment, inklusive natürlich den Kamerakrempel, mit ja, harschen Wetterbedingungen zurechtkommt. Und ja, Wind ist tatsächlich dann durchaus ein Problem. Also ich kann da natürlich filmen, aber ich kann dann halt nicht gleichzeitig noch in die Kamera reinquatschen. Da müsste ich mir für irgendwelche Quatschsequenzen ein windgeschütztes Stellchen suchen. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich eben noch nicht wusste, wie sich Wind auf die Kamera auswirkt. Soll heißen, dieses Video ist wahrscheinlich für den einen oder anderen etwas unerträglich, wegen neben den fiesen Windstörgeräuschen. Ich kriege sie besser nicht raus. Ich versuche das noch ein bisschen mit Untertiteln zu kompensieren. Und ja, wer es also nicht angucken mag, der verpasst auch nichts Wesentliches. So, und genau für die Leute, die das jetzt nicht angucken wollen, hier noch eine kleine Zusammenfassung, worum es in dieser Folge eigentlich geht. Wer es doch angucken will, der kann jetzt ein bisschen vorspulen. Ich blende euch ein, bis wohin, und dann ja, kriegt ihr halt den ganzen Wind dann eben entsprechend zu hören. Ansonsten, die es nicht angucken wollen, können auch vorspulen bis zu der Stelle, wo der Wind dann wieder zu Ende ist quasi. Und Zusammenfassung beginnt jetzt, und zwar, ich steige quasi von der Hütte jetzt ein bisschen runter, habe in der Hütte Pause gemacht, da ist mir sehr kalt geworden und entsprechend muss ich jetzt wieder warm werden. Dann finde ich eine weitere Hütte, weise darauf hin, dass es am Westweg einen Haufen tolle Hütten gibt, und wenn man das vorher weiß, kann man den Westweg auch ganz gut von Hütte zu Hütte laufen. Es gibt auch viele Hütten mit Feuerstellen. Und dann stelle ich fest, dass ich langsam immer erschöpfter werde und mir der Schnee ein wenig zusetzt, weil der teilweise schon auch relativ tief ist inzwischen. Und ich mal gucke, wie es dann noch weitergehen soll. Ich mache dann noch ein paar Pläne für die weiteren Etappen und kann als Zukunfts-Ben schon mal darauf hinweisen, dass diese Pläne alle nicht so wirklich genauso funktioniert haben, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Okay, so viel zu der besagten Anmerkung, und jetzt geht's dann halt mit dem regulären windgestörten Video weiter. So, Ben ist wieder abmarschbereit, motiviert zu neuen Untaten. Und ich habe sogar noch ein Thermometer gefunden. Wir haben jetzt minus 6. Wenn ihr das jetzt nicht gesehen habt, dann müsst ihr es mir halt einfach trotzdem glauben. So, wir machen die Türe zu. Also wirklich eine wunderschöne Hütte. Ich bin ganz begeistert. Ist mir schon, ja, das ist quasi ein Hotel. Also, nach meiner Weltanschauung. Und jetzt ist mir natürlich arschkalt. Weil in der Hütte sind es vielleicht nicht minus 6, aber minus 4 auch. Und jetzt geht's weiter. Also, hab eigentlich gerade gar nicht groß was zu sagen. Muss jetzt warten, bis mir wieder warm wird. Aber guckt euch mal hier die schönen Eiszapfen an. Das sieht doch toll aus. Historisch war da wohl mal sogar noch eine Aussichtsplattform auf der Hütte irgendwie angebracht. Schlotter. Ja, also mir ist jetzt kalt. Ich habe jetzt auch natürlich extra ein bisschen viel getrunken, damit ich nicht gleich wieder was trinken muss. Und ich habe jetzt keine Lust gehabt, mir extra einen Tee zu kochen oder was. Es ist 3:30, habe jetzt doch mal auf die Uhr geschaut. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht mehr so viel Licht habe und aber noch nicht so wirklich richtig weit gekommen bin. Deshalb hier muss man vorsichtig sein beim Runter. Sonst geht das schneller als beabsichtigt. Aber deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen Strecke machen. Das habe ich jetzt auch vor. Aber das ist wunderschön hier. Also auch dieses Stück da jetzt. Heidenei. Echt schön. Aber ich muss gucken, dass ich noch ein bisschen weiterkomme. Da werden ja noch andere schöne Stückchen kommen an Tagen, an denen ich dann mehr Zeit habe, um zu filmen. Und ja, ja, so sieht's aus. Außerdem ist mir jetzt wirklich kalt. Ich muss jetzt wieder warm werden. Das ist überhaupt ein Thema, was mich wahrscheinlich noch die nächsten Tage ein wenig beschäftigen wird. Das Thema kalt und warm werden. Gut, weiter geht's. Hier gibt es schon wieder eine Hütte mit Feuerstelle. Also man muss schon wirklich sagen, wenn man vorher weiß, wo diese Hütten sind, kann man zum Beispiel meine Videos so angucken, dann kann man die Tour eigentlich ganz gut machen und diese Hütten halt dann eben entsprechend einplanen. Also welche, wo man definitiv Feuer machen kann, ist halt eine nach Vorbach.
Wegscheidhütte, das Ding da eben auf dem Fahrerkopf, heißt er so? Ich habe schon wieder vergessen. Moment, da steht's. Fahrenkopf. Eieiei. Und ja, da steht's übrigens. Und hier ist noch ein bisschen Aussicht. Ja, und hier ist eben schon wieder eine. Und es hat ja auch hinterm Kaltenbronn gab es ja eine Hütte, wo man Feuer machen konnte, die schon besetzt war, wo die anderen gesessen sind. Ja, das sind nur ein paar Beispiele. Also es ist wirklich wunderschön hier, also so landschaftlich, eben auch durch den Schnee. Klar ist so ein Fichtenwald wie der da, da hinten dreht sich das Windrad, hier ist nicht so prickelnd eigentlich. Aber wie gesagt, mit dem Schnee sieht einfach alles irgendwie gut aus. Es macht mir auch Spaß. Es ist aber auch wahnsinnig anstrengend, eben durch diesen Schnee zu stapfen. Jetzt gerade hier dieses Stück. Ja, die Hälfte davon sind meine Stapfen. Es gab noch eine ganz alte Spur und eine aktuelle, die da auch noch durchgegangen ist. Also, ich hatte es ja befürchtet, dass ich teilweise ein wenig Probleme mit dem Schnee kriege. Aber ja, ist schon gut ordentlich. Und wie man sieht, ist der Sonnenstand auch nicht mehr so toll. Gut, das reicht doch locker für eine Stunde. Und die laufe ich auch noch. Und dann wollte ich eigentlich noch bis zum Karlstein. Und noch ein Stück weiter. Also ideal wäre dann noch so ein Huberfelsen. Nee, der Huberfelsen kommt ja vor dem Karlstein. Prechtaler Schanze. Ja, das ist zu nah. Oh, aber das ist sicher interessant. Schön. Also es ist toll, dass es auch unterwegs halt hin und wieder mal noch ein paar Sehenswürdigkeiten gibt. Man beachte noch mal diese Hütte, also die ist wirklich toll, die hat da sogar so einen richtigen Überhang und ja klar, da in sowas kann man natürlich auch übernachten, hat auch niemand was dagegen. Wenn die Hütte offen ist, dann lädt sie ja quasi dazu ein, dann darf man das auch. Ja, und ich gehe weiter, mache jetzt noch einen Kilometer oder so, spätestens bei der Brechtaler Schanze, die 2,5 Kilometer weit weg ist, melde ich mich nochmal und vielleicht erzähle ich auch unterwegs nochmal ein bisschen was. Hossa. Ihr hört im Hintergrund ein Windrad. Da oben steht's. Hoffmann kann es sehen. Ich kann nicht immer das Kameradisplay umklappen. Wenn ich mal eben was zeigen will, bevorzugt, gucke ich lieber hin und wieder, ob ich denn wenigstens einigermaßen im Bild bin und nicht so rumlaufe. So wäre mir ja eher zumute. Oh, yes, nein. Also dieser Schnee, der kostet Kraft. Der kostet richtig Kraft. Ohne ging es deutlich einfacher. Also, ich bilde mir zumindest ein, dass ich nicht fit bin, sondern dass dieser Schnee einfach wirklich so richtig Kraft braucht. Stellenweise sinkt man halt wirklich einen guten 30 cm tief ein oder so. Erfreulicherweise werde ich dabei überhaupt nicht nass, weil der ist echt arschtrocken. Das ist reiner Eiskristallschnee, also Eiskügelchen, Eisbröckelchen, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, ist alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Interessant ist übrigens, dass nichts los ist auf dem Westweg. Ich habe jetzt genau eine Person getroffen und das war in der Hütte quasi, also an der Hütte, wo ich Pause gemacht habe. Ja, wenn man vom Teufel spricht, jetzt kommt jemand. Oh, Schönheit im Fichtenforst. Sieht man auch nicht so oft. So ein Ben sieht man erheblich häufiger. Ja, und der macht sich gerade so ein bisschen Gedanken. So langsam, wie ich hier vorwärts komme, beziehungsweise so mühsam, wie das ist. Ich meine, das war mir ja klar, dass es mühsam wird, aber ich wusste halt nicht, wie gut ausgelatscht sind denn die Wege. Also stellenweise, wenn es mal wieder auf der Vorstraße lang geht, dann ist okay. Da kommt man einigermaßen flott vorwärts. Freut man sich richtig, dass mal Vorstraße kommt. Normalerweise ist es bei mir eher andersrum. Aber hier ist halt so mitten im Wald. Hier geht es jetzt auch gerade, sonst würde ich jetzt auch nicht mit der Kamera quatschen. Aber stellenweise, wie gesagt, und dementsprechend muss ich halt gucken, wie ich hinkomme. Also wenn ich jetzt heute natürlich nicht die ganze Etappe schaffe, das ist ausgeschlossen. Das hatte ich auch gar nicht vor. Dafür fehlen mir einfach ungefähr
5 Stunden Tageslicht, die ich noch gehabt hätte, wenn ich morgens losgekommen wäre. Also so richtig morgens. Und die fehlen halt, wenn man die nicht hat. Morgen habe ich die ja. Das heißt, also morgen steht im Wanderführer, beziehungsweise glaube auf Wikipedia, 6 Stunden. Mein Wanderführer sagt 7 Stunden. Oder 6,5. Weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall deutlich länger brauchen. Deutlich länger. Das schlaucht gewaltig. Aber gut, ich habe ja die Zeit. Ne? Also dann laufe ich halt 8 Stunden. 8 Stunden ist es auch hell. Oder 9 Stunden. 9 Stunden ist es notfalls auch noch hell. Und dann müsste ich es eigentlich einigermaßen ausgleichen können. Ich hoffe nur, ich habe da genug Power, dass ich wirklich so lange rumlatschen kann. Also bergauf in dem Schnee, da rutscht man nämlich jedes Mal teilweise dann wieder ein Stückchen runter. Das haut rein, echt. Zeitlimit ist Sonntagabend. Muss ich in Hinterzarten sein. Schlimmstenfalls könnte ich auch erst im Titisee sein. Da gibt es Busse. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Von da auch noch so öffentliches Verkehrsmittel mäßig. Oh, guck mal. Schön, nicht? Ah. Also im Wald ist es schon ziemlich dunkel. Aber Sonnenstand ist ja schon noch eine Weile gegeben. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ach, kann ich jetzt nicht sehen. Brauche ich eine freie Hand. Ja, also irgendwie gehe ich da schon hin. Ich weiß nur, dass ich heute den Tag mich nicht allzu sehr auspowern werde. Ich muss mich auch erst ein bisschen akklimatisieren. Jetzt da erst das Eisenbad. Was würde heißen, es ist kalt. Und ja, beim nächsten interessanten Punkt erzähle ich noch was. Guck dann nochmal auf die Karte und schau mal, wo ich denn als nächstes eventuell mein Nachtlagerl aufschlagen kann. Und dann muss ich halt gucken, wie ich mit den verbliebenen 3 vollen Wandertagen, Freitag, Samstag, Sonntag, 2,6 oder 2,5 oder 2,4 reguläre Etappen hinkriege. Ja, das müsste irgendwie zu machen sein. Bis später. Ja, und an dieser Stelle wurde der Wind dann ganz übermäßig. Das macht aber nichts, weil ich erzähle euch hier jetzt gerade, dass ich jetzt noch ein paar Bilder von der dort zu sehenden Schanze, die wird gleich im Bild sein, machen werde und dann ohnehin den Buckel runterlauf und per Voiceover dann noch was zu der Schanze erzählen will. Und ja, da sieht man sie auch schon. Also es ist im Prinzip ein Wall, ein Graben und hinter dem Graben dann halt eben nochmal ein Wall und da drauf entsprechend jetzt hier rekonstruiert, das ist nicht mehr originalgetreu, noch eine entsprechende Mauer. Diese Schanzen, das ist wirklich so ziemlich umstritten, wer die jetzt nun wie gebaut hat und wozu die jetzt genau gut gewesen sind. Da kann man, ja, nicht viele Informationen zu finden, aber das, was man findet, das ist halt eben teilweise sehr vage und ich traue mich jetzt einfach nicht, daher wirklich zu sagen, es ist so und nicht anders. Aber sagen wir mal so, so ganz unsinnvoll erscheint es mir nicht zu sein, dass man halt eben versucht hat, den Randbereich des Kinzigtals doch auch irgendwie ein wenig militärisch zu befestigen. Ganze Armeen wird man jetzt mit diesen paar Wellen da nicht aufhalten können, beziehungsweise auf, ja, also in die Vergangenheit gesprochen halt. Also das ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht, das ist eine Theorie, war das eher als so eine Art, ja, Grenzpostensystem gedacht, so ähnlich wie die Signalfeuer von Gondor, wer Herr der Ringe-Nerd ist. Also sprich, dass da also in diesen einzelnen Schanzen halt eben kleine Vorposten sind, die, wenn in der Nähe jemand versucht, über die Berge zu schleichen, halt eben entsprechend Alarm schlagen können und dass von da die Truppen vielleicht auch ausrücken können und denjenigen daran hindern können,
die Berge zu überschreiten. Wie alt diese Dinger sind, ist auch umstritten. Man vermutet, dass sie wohl so ungefähr aus dem 30-jährigen Krieg und halt eben der Zeit danach stammen können, weil es war um diese Zeit sehr viel los im Kinzigtal. Und dazu kann ich jetzt hier mal ein wenig ein kleines Zitat einbauen. Ich gebe natürlich nachher auch noch die Quelle an. Und zwar: Anfang des 17. Jahrhunderts wurden die Spannungen zwischen den Katholiken und den Protestanten immer größer. Sie entluden sich im Dreißigjährigen Krieg. Damit war für Verkehr auch im Kinzigtal gesorgt. Denn Württemberger, Schweden, Bayern, Franzosen, Weimarer, alle zogen hin und her, plünderten, brandschatzten und mordeten. Dazu kam die Peste, die unter der Bevölkerung grasierte. Erst nach dem Westfälischen Frieden im Jahre 1648 zog auch im Kinzigtal wieder Ruhe ein. Doch diese währte nicht lange, denn im Holländischen Krieg 1672 bis 1678 hausten hier Franzosen, Brandenburger, Lothringer und Österreicher. Es folgte der Pfälzische Erbfolgekrieg 1688 bis 1697, der Spanische Erbfolgekrieg von 1701 bis 1714, der Polnische Erbfolgekrieg von 1733 bis 1735 und schließlich der Österreichische Erbfolgekrieg von 1740 bis 1748. Bei allen diesen Kriegen wurde das Kinzigtal und die Ortenau in Mitleidenschaft gezogen und immer hatte diese Brennpunktsituation damit zu tun, dass durch das Kinzigtal die Barriere des Schwarzwaldgebirges verhältnismäßig leicht überwunden werden konnte. So. Das wäre also die eine Sache. Und die andere Sache ist dann nochmal im Zweiten Weltkrieg. Da wurden dann teilweise die historischen Anlagen nochmal mit moderneren Luftverteidigungsanlagen überbaut. Die sind hier jetzt noch nicht zu sehen gewesen, aber da komme ich dann in der nächsten Folge dran vorbei und werde dann dazu vielleicht noch ein paar Worte verlieren, aber nicht mehr allzu viele. Gut, und dann wäre an dieser Stelle hiermit auch Schluss.